Das heißt, ich kann im Grunde genommen, sobald ich ein bisschen Dust habe, meine Waffe auf plus 10 pushen. Ich dachte, ich brauchte einen Wolfram und ich habe drei gefunden. Wait, what the fuck? Okay. Keine Items? Keine Items. Komme halt nicht drauf klar, dass da fucking drei Wolfram lagen. Das ist halt. Definitiv crazy. Invasion, maybe? Nee, nicht mehr. Auch nichts zu legen. Gott, das ist so ein gutes Feature, dass wenn du die Karte aufdeckst, er dir zeigt, wo die ganzen Items liegen. Besonders in den Tiefen. Okay, was haben wir hier? Ich suche halt eigentlich noch ein paar Hermes-Überreste. Ich erwarte noch mindestens eine Invasion, wenn nicht mehr. Linksum. Ja, ich will euch nicht beide gleichzeitig fighten. Ich glaube, das ist grundsätzlich eine gute Strategie, nicht mehrere Mobs. Obwohl, das ist eh ein stationäres Ding, ich sehe es gerade. Ich stehe nicht mal vor dir, mein Freund. Nicht mal close. Schlüssel. Ein Lignatum. Noch mehr Erwecker ist nice. Ich frage mich gerade, ob ich das dann vielleicht ausgerüstet haben muss, damit das Mastery kriegt. Oh mein Gott, drei von euch? Ja klar, let's go. Oh, aber nur einer davon ist der Boss, hä? Okay, ich habe den Boss gefunden. Oh mein Gott, drei von denen sind absurd eklig. Gott, das hat so viel Range. Ich will mich doch nur heilen, lass mich doch in Ruhe. Ich werde sterben, weil die. Oh mein Gott. Ich komme einfach nicht dazu, irgendwas zu machen. Oh, das war nice. Ja.
Oh lala, Idiot. Das war echt schon knackig. Dreimal derselbe Boss. Dreimal derselbe Mob und nur einer davon ist der Boss. Interessant. Definitiv not shabby. Ach, siehst du, guck mal. Oh, das ist Speer. Ich weiß, dass Speer irgendwas Gutes hatte. Danke für den Fokus-Refresh, der mir nichts bringt, weil die alle gleichzeitig auf mich einprügeln. Nett. Sehr nett. Boss schon down? Nee, ich habe Boss noch gar nicht probiert. Das hier sind gerade Tiefen. Ich habe mich im ersten Gebiet nochmal umgeguckt, habe da dann endlich gescheiten Kram gefunden für meinen Blood Whale, für meinen Blood Code. Oh, die Respawner. Oh, doch, natürlich respawnt ja alle. Ja. Und dann dachte ich mir, ja, mein Gott, kannst du mal Tiefen machen. Und in den Tiefen gibt es halt auch Überreste für Blood Whales, von daher. Es gibt so ein paar Mobs, ne, die sind in der Masse extrem ätzend. Jetzt jeder fucking Code Vein hat. Ich schwöre. Wirklich jeder. Ich glaube, ich habe irgendwie zwei Leute aus meinem Raid, die gesagt haben, ja, wir haben wegen dir Blood Code Vein geholt. Irgendwie, keine Ahnung, ob Evokius es jetzt geholt hat oder nicht. Der war auch am Liebäugeln. Das ist so, what the fuck. Das ist halt crazy. Oh ja, ich kenne das. Mein Leben besteht im Moment auch nur aus Schlafen, Arbeiten, Code Vein spielen, VODs schneiden, Schlafen. So ungefähr in der Reihenfolge. Und irgendwo zwischendrin beim VODs schneiden noch essen. Partner ist das Spiel. Ja, das ist das, was ich mir gedacht habe, dass es mit Partner einfach absurd easy ist. Und nicht dasselbe Kram wie gerade eben. Okay, gut. Kannst du bitte auch wieder Wolfram droppen? Da war das gerade eben einfach nur der Zufallsdrop aus der Hölle. Das scheint eben der Zufallsdrop aus der Hölle gewesen zu sein. Das ist halt crazy. Ich habe halt eben einfach mal drei Wolfram aufgehoben. Was halt, ne, einfach mal eine Waffe plus 10 ist. Which is pretty nice. Ich habe es noch nicht gemastert, oder? Oh, ist das der Progress, den ich daneben sehe? Wow. Ist ja so gut wie gar kein Progress. Wie viele Mobs muss ich denn schlachten, um das Ding zu meistern? Holy. Partner und Zweihänder. Ja, das Ding ist halt, ich habe mir gestern Videos zu dem Bossfight angeguckt. Und die meisten haben es halt mit Partner gemacht. Ich habe einen gefunden, der es ohne Partner gemacht hat. Aber die meisten spielen halt Partner-Zweihänder, weil lul. Partner hat halt die Aggro und du kannst halt Seelen ruhig draufköppeln.
Der eine, der es ohne gemacht hat, war fast 40 Level über mir. Also der war, glaube ich, 127. Und ja. Obwohl 40? Ich glaube, ich bin 97, ne? Ich bin 93. Ja, der ist der, ne? Also ich bin definitiv unterlevelt. Was, glaube ich, einfach daran liegt, dass ich gestern... Ich hatte gestern einfach das Bedürfnis, Progress zu machen. Also ich wollte einfach vorankommen in dem Spiel und... Ich glaube, das war nicht so klug. Ich bin extrem unterlevelt. Also der Fight ist auch nichts Besonderes. Das ist das, was ich mir gedacht habe, was der Fight ist. Das Einzige, was ich noch gesehen hatte in einem Video, ist, dass anscheinend Statuseffekte auf die beiden funktionieren. Und das lässt mich mit dem Gedankenspiel Das lässt mich mit dem Gedanken spielen, ob ich nachher mal ein paar Statuseffekte an denen ausprobiere. Weiß ich nicht, so Gift, Paralyse, Leck. Es gab irgendwas, was verhindert, dass du Icor-Kram machen kannst, was vielleicht super nice wäre. Weil wenn die keine Spells casten können, wären die schon um einiges ungefährlicher. Also besonders er wäre um einiges ungefährlicher. Das ist das, was ich eben schon gefunden hatte. Also das liegt nicht, also das, was ich vermisst habe, lag nicht in der Kiste, sondern das lag, in so komischen Mega Man-Kapsel-Dingern. Aber ja, das habe ich inzwischen gefunden. Mir fehlt halt jetzt noch, das Hunter-Ding, damit ich Prometheus komplett kriege. War das Hunter? Hunter oder Dieb? Eins von beiden. Das fehlt mir auf jeden Fall noch. Aber wo geht's denn hier zum Boss? Ach, hier geht's zum Boss. Keine Spells müsste hemmen sein. Ich meine, es ist ein Versuch wert. Ich werde einfach... Ich meine, die Waffen, die ich habe, sind ja super identisch. Und das ist ja meine Damage-Waffe. Das heißt, ich werde die hier einfach mal versuchen, mit mehreren verschiedenen Statusen auszurüsten und gucken, wie die funktionieren. Prometheus müsste aber alles in dem ersten Gebiet liegen. Nee. Was mir bei Prometheus fehlt, kann ich dir gleich zeigen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man die backstabben kann. Doch nicht. Ah, geht doch. Du hast Prometheus komplett. Ne, mir fehlt das unterste in Prometheus. Das, was irgendwie. Banditen-Shit mitbraucht. What is this? Alles gut spielen? Trash-Mob, der actually zum Boss umfunktioniert wurde. Ich sehe ihn halt nicht. Ich sehe nicht, was er macht. Holy. Okay, der war knackig. Also ich weiß definitiv, dass mir was fehlt bei Prometheus.
definitiv. Ich weiß nur nicht woher. Aber es sind nicht, also nicht aus den Prometheus-Überresten. Es sind andere Überreste, die mit in dieses Prometheus-Ding reingehen. Und zwar, let me show you. Mir fehlt. Das hier unten. Mir fehlen Jägerüberreste. Dings. Und dafür fehlt mir, glaube ich, eins von Kevin, was ich nicht gefunden habe. Und ich bin eben nochmal durch das Gebiet durchgelaufen. Ich habe den Schlüssel nicht gelootet? Oh, ich habe irgendwo einen Schlüssel liegen lassen, dein Ernst. Hier brauchst du alles von Kevin und von Louis. Ja, wie gesagt, das von Louis habe ich. Das von Kevin weiß ich nicht. Ich sehe hier nichts, was ich vergessen habe, Spiel. Bist du betrunken? Die hast du alle. Also du hast da auch das untere Ding, was mir da fehlt. Das hast du auch. Wo zum Teufel ist das? Ich bin eben wirklich gefühlt mit der fucking Lupe durch das Gebiet gelaufen und hab's nicht gefunden. Das ist in dem ersten Gebiet bis zum Schmetterling, richtig? Weil das ist das, was ich abgesucht habe. Ist ja crazy. Das ist bis dahin. Okay, es wird Zeit, mir das gleich auf dem Wiki anzugucken, weil das hätte ich gern. Ich habe absolut keine Ahnung, was das sein könnte. Ich habe jede Truhe zertrümmert. What the fuck? Okay, Spiel. Wo hast du mir nicht den Schlüssel gegeben? Ich habe laut Karte nichts liegen lassen. Ich sehe hier keinen anderen Weg. Das ist weird. Also hier habe ich definitiv keinen Schlüssel übersehen. Hier hinten in der Ecke höchstens, aber... Nö. Auch hier nicht. Oh, ich würde mich kaputt lachen, wenn ich die Invasion fertig machen müsste für den Schlüssel. Das wäre ein Ding, ey. Obwohl, bisher habe ich nie von der Invasion einen Schlüssel bekommen. Also bisher sehe ich jetzt nicht, wo ich den Schlüssel übersehen hätte. Aber ich habe ja noch zwei Teilgebiete. Gott, das wundert mich jetzt. Das ist echt alles in dem ersten Gebiet.
doch kacke. Ich hab Bullshit. Obwohl, vielleicht habe ich es und habe auch einfach noch nicht gedingst. Eingelöst. Ich meine, hier war das Gebiet mit der Invasion, ne? Das ist nicht mal ansatzweise meine Hitbox. Anscheinend habe ich einen sehr fetten Arsch. Ich hätte Louis Klinge viel früher haben können. Definiere. Kriegst du Vertrauenspunkte, wenn du ihn als Partner mitnimmst? Weil dann lache ich. Nicht einfach gleich one-shotten, ist lustiger. Diese Drecksviecher sind so ridiculous. Im Bossraum vom Oliver. Dude. Weißt du, wo es sein kann, dass ich Kram vergessen habe in dem Part vor dem Ganzen? Weil ich habe nur die zentralen Ruinen abgeklappert. Ich habe nicht den Part davor nochmal abgeklappert. Es könnte sein, dass ich Kevins Kram da vergessen habe. Da bin ich nie wieder hin zurückgegangen bisher. Sind ridiculous. Fucking Capoeira R2 Eddie Spammer, ey. Das ist auch das Einzige, was mir einfällt, wo ich einen Schlüssel kriegen könnte von diesem Event. Weil alles andere habe ich. Aber Invasions sind halt, ne? Bullshit. Das Problem mit den Kickern ist einfach, die staggern nicht. Geben die halt auch kein Opening. Das ist halt, du musst warten, bis die ihre Aktion fertig haben und dann hoffen, dass du angreifen darfst. Ja, und die werden halt auch nicht getroffen, weil... Was? Okay, wie oft habe ich jetzt durch die durchgeschlagen? Dreimal? Viermal? Die haben so viel vor, dass sie sehr unbeeindruckt von Zweihänder sind. Ja, wie gesagt, ich weiß auch nicht, was mit denen kaputt ist, aber ganz sauber scheinen die Mobs nicht zu sein. Ich hab grad einen Skill. Den hier.
Ich meine, ich habe auch schon festgestellt, egal was du denen an den Kopf wirfst, die hauen einfach weiter drauf. Die interessiert einfach gar nichts. Obwohl die nicht mal Rüstung anhaben. Ist halt, eine sehr interessante Art und Weise, das zu handeln. Keine Kicker, kein Problem. Oh, Kicker. Siehst du, das ist ihm so scheißegal. Wow, ja klar. Und dann stunt er dich halt, wenn du den anderen angreifen willst oder ähnliches, weißt du? Das ist einfach. Das ist halt auch so einer meiner Hauptkritikpunkte an den Invasions. Es ist random, was du für Mobs kriegst. Entweder du kriegst nur Kicker oder du kriegst vernünftige Mobs, mit denen man arbeiten kann. Und wird dann einfach trotzdem gegangbankt, weil man nichts dagegen tun kann. Weil man hier auch für 3 Meter Platz hat und die hat mich nicht mal ansatzweise getroffen. Du musst auf den Sprungkick warten. Du siehst schon, dass ich ungefähr 2 Meter Platz habe zum Navigieren und ungefähr, ach ja, noch 2 weitere Mobs habt, die auf mich einprügeln. Ich kann auf keinen Sprungkick warten. Wenn ich auf den Sprungkick warte, bin ich tot. Also sehr wahrscheinlich. Zu reagieren. Das war nicht mal meine Hitbox, aber okay. Ich kann nicht mal was tun. Ich bin ausgeliefert. Du kannst nicht mal wegrollen, wenn sie dich einmal am Stunlock haben. Was zur Hölle? Hi. Backstep? Backstep? Nicht? Okay. Habe ich schon mal erwähnt, dass Invasions endlos lang gehen? Da ist übrigens ein Evasion-Mob, der hier einfach festgebuggt ist. Okay, die geben keinen Schlüssel. Wo ist dann der letzte Schlüssel?